Da steht er nun, gegenüber der Eugen-Schädler-Halle. Der erste gemeinsame Maibaum der beiden Ortsteile Ehingen und Mühlhausen. Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums des Gemeindezusammenschlusses wurde er am Vorabend des 1. Mai in einer Gemeinschaftsaktion von den Holzergruppen der Quakenzunft und der Käfersieder aufgerichtet. Mit flotten Klängen begleitete die Kuttleputzergruppe der Musikkapelle Ehingen die Ankunft des über 30 Meter langen Maibaums. Nachdem der Baum in die dafür vorgesehene Haltevorrichtung eingelegt ist, muss er nun Stück für Stück in die Senkrechte gedrückt werden. Euch ist klar, ihr fahrt mit dem Bock nach, oder? Das Aufrichten eines solch großen Maibaums ist nicht ungefährlich. Dennoch werden die oft mehrere Tonnen schweren Maibäume auch heute noch vielerorts von Hand mit den traditionellen Hilfsmitteln aufgestellt. Dies erfordert aber auch eine umsichtige Vorgehensweise der Verantwortlichen und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der beteiligten Personen. Armin, große Schere, Jan, Janik Sonnwald, hinten, große Schere. Immer wieder kontrollieren die Oberholzer aus beiden Ortsteilen die richtige Lage und Ausrichtung des Baumes und geben den Männern an den Stangen entsprechende Anweisungen. Also, passen mal auf, die Seite von Mühlhausen, das sind wir denn jetzt weg zu uns durch, oder? Aber wirklich nur Mühlhauser Seite, wenn. Die anderen bleiben, nur wegen Anhub für den Notfall, oder? Also, ganz klein eng, auf! Insgesamt dauerte das Aufstellen dieses Maibaums fast eine ganze Stunde. Zuletzt kam sogar noch der alte Kramer-Traktor zum Einsatz. Ob mit einer Wiederholung dieser Aktion zu rechnen sei, vermochten Fabian Klöpfer und Klaus Dreher noch nicht zu sagen. Klar war jedoch, es ist schade, dass wir das schon mal früher auf den Gedanken oder die Idee gekommen sind, sowas zusammen zu machen. Also die Ehinger Version, jetzt haben wir ja die Mühlhauser Version gehört, die Ehinger Version, nix sei die Schnur gelobt, gell?